Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal Trackmania. Das ist so ein Autorennspiel, sage ich jetzt mal. Aber das werden wir jetzt hier gleich sehen. Hier kann man Kampagne machen, Multiplayer. Dann machen wir jetzt mal Kampagne. Dann würde ich sagen, Solo-Kampagne wird für uns jetzt am schlauesten sein. Ja, würde ich sagen. Und dann haben wir hier die verschiedenen Leveln. Dann gehen wir hier erstmal oben auf das Freigeschaltene. Und hier die 1. Jetzt kommt hier die Steuerung. L2 bremsen. R2 beschleunigen. So. Jetzt machen wir gleich auf Gold. So schwer ist es bestimmt nicht. So, okay. Also wie ihr seht, müssen wir auf jeden Fall fahren. Nicht den ganze Runde. Und der, wo halt dann die beste Zeit hat von der Runde, denke ich, hat dann halt gewonnen. Wie ihr gerade gesehen habt, das ist nicht ganz normales Rennen, sondern auch so mit Springen und allem. Aber es ist gar nicht so schlecht. So. Wir müssen den jetzt noch einholen. Ja, was war jetzt das? Achso, das sind gar keine ganze Runde. Sondern das ist nur so ein Teilabschnitt von einer Rennstrecke. Na gut, das habe ich auch nicht gewusst. Wir haben jetzt auf jeden Fall Bronze. Jetzt versuchen wir erstmal auf Silber. Weil jetzt kenne ich ja die Strecke. Und jetzt sollte es nicht mehr so schlimm sein. Aber ich habe gedacht, das sind ganze Runde, aber in diesem Fall nicht. Jetzt haben wir hier Turbo. Ach man, es hätte jetzt die Silbermedaille hätte es sein können, aber in diesem Fall leider doch nicht. Aber das probieren wir jetzt gleich noch einmal. Okay, das Flieger ist ein bisschen schief gelaufen. Ja, wie komme ich da jetzt wieder weg? Gar nicht. Ach man. Ja, die Runde war eh schon verloren. Deswegen haben wir jetzt aufgegeben. Und jetzt versuchen wir es gleich auf Gold, weil Goldmedaille brauchen wir. Deswegen müssen wir jetzt aufpassen, dass das jetzt alles korrekt geht. So, wir haben es geschafft. Die Goldmedaille haben wir erreicht. Ist ja schon mal gar nicht so schlecht. So, Gold. Endlich haben wir Gold. So, jetzt würde ich sagen, dass wir jetzt mal auf die nächste Strecke gehen. Und uns die anschauen, dass wir da auch wieder
die Goldmedaille holen können. So. Jetzt machen wir erstmal Bronzemedaille zum gucken, wie die Strecke ist. Ob die schwerer ist oder leichter. Okay, da darf ich auf jeden Fall nicht so viel Gas geben. So. Okay, ja, die ist gar nicht so schlecht besetzt. Also der eine Anfangspunkt natürlich. Und okay. Das wird mir wahrscheinlich auch das Genick jetzt wieder brechen. Aber es gibt auf jeden Fall zwei Kurven, wo man gucken muss, dass man nicht so schnell ist. Aber die Silbermedaille haben wir so jetzt sogar. Doch keine Bronze. Jetzt müssen wir nur noch auf Gold. Das heißt, versuchen es jetzt auf Gold zu schaffen. Ach Mann, die Runde war jetzt so gut bis jetzt, aber ich musste natürlich wieder an die Bande und das wird mir wahrscheinlich jetzt die ganze Runde kaputt machen. Dann versuchen wir es noch einmal. Okay, das war so nicht geplant. Aber jetzt können wir die Runde natürlich auch vergessen, weil das hat mir jetzt auch so viel Zeit gekostet. Das können wir schon wieder vergessen. So, jetzt tun wir mal schummeln. Jetzt setzen wir hier, nutze den Goldjoker. Den würde ich sagen, dass wir den jetzt mal einsetzen und gucken, was passiert. Aha, jetzt sind wir wieder auf unserer Streckenauswahl und die Nummer 2 haben wir jetzt auch auf Gold. Das heißt, ohne dass wir jetzt da was nochmal spielen mussten oder so, haben wir das auf Gold. Ohne dass wir es machen mussten und durch den Joker halt. Dann würde ich sagen, wir starten mal in die dritte Strecke. Wir machen hier jetzt erstmal wieder Bronze, dass wir sehen, wie die Strecke so verläuft und was wir da jetzt machen müssen. Okay, das war natürlich so auch nicht geplant. Das kostet uns jetzt wieder so viel Zeit. Eigentlich könnten wir es aufgeben, aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir gucken uns jetzt die Strecke mal an, dass wir wissen auf jeden Fall, was wir machen müssen und wie der Streckenverlauf ist. So, jetzt starten wir noch mal neu, weil so hatte es ja keinen Sinn. So. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall runterspringen. Und dann geht es hier hoch. Nochmal springen.
Und dann, ach so, da vorne durch. Okay, das habe ich ja nicht gewusst. Das heißt hier durch und hier dann runterfahren. Dann ist hier Start und Ziel. Okay. Aber wir haben auf jeden Fall die Bronzemedaille. Jetzt müssen wir es nur noch auf Gold schaffen. Bisher läuft die Runde ganz gut. Also es könnte sein, dass das unsere Goldmedaille wird. So, jetzt hier noch rüber driften. Jawohl. Jawohl, das ist unsere Goldmedaille. Sehr gut. Dann haben wir diese Strecke auch auf Gold geschafft. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich konnte euch da ein bisschen Einblick geben. In diesem Sinne würde ich dann sagen, danke fürs Zuschauen, liken, kommentieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.